jetzt geht's los. Ah, sehr schön. Ja. Willkommen bei der Spielerbude. Also, wenn du singst, dann machen wir das normalerweise der Schwan. Schwan, willst du auch singen? Schön. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Battle Report auf dem YouTube-Kanal der Spielebude. Wir haben heute wieder einen Herausforderer da. Die ein oder andere Person, die unsere Videos schaut, kennt den Silvio wahrscheinlich. Genau, der Silvio, der wollte gerne eine Herausforderung haben, nachdem die Necrons beim letzten Mal so gemein waren und hat sich die Space Marines gewünscht. Ja! Genau. Wir spielen Formationchen gegen Formationchen, nämlich das, wer ist der jetzt? Fall of Kalia, genau. Das, Buch für das Imperium zum Ende der Welt von 40k ist raus. Daraus werde ich meine Formation rauspflücken. Und auch die Chaos Space Marines haben ja nach gefühlten 10 Millionen Jahren endlich mal ein Supplement bekommen, wo man das Ganze machen kann. Wen hast du denn heute mitgebracht? Ja, ich habe wie bei den letzten Videos gegen den Newton Tobi und auch gegen den Newton Dennis mal wieder meine Iron Warriors mitgebracht und ich hoffe, dass meine Raptor Tenon Formation dir eine reinholt. Yo, die wollen endlich Blut sehen und zwar an ihren Waffen und nicht in ihren Gesichtern. Richtig. Das ist gut und nachvollziehbar und ich bin total gespannt, wie auch dieses Mischmasch, was bei Kalia kommt, dann gleich funktionieren wird. Man muss gucken. Wir spielen taktische Eskalation, das heißt, was denn? Ja, entweder Tactical Escalation oder taktische Eskalation, aber nicht Tactical Eskalation. Also so funktioniert das nicht. Auf jeden Fall, erste Runde ziehst du ein Ziel und dann wird dann immer mehr. Und wir haben die Hammer on End. Hammerschlag. Hammerschlag. Richtig, ja warum denn nicht? Genau, Hammerschlag auch. Ich finde die, aber ich muss damit klarkommen. Kannst du damit umgehen, Dennis? Ich muss lernen, mit dieser Aufstellung umzugehen. Das ist aber... Dennis, du hast noch was vergessen. Grüß nochmal nach... Achso, nach Kaiserslautern. Ich wollte jetzt auch noch nach Augsburg grüßen. Ich weiß nicht, aber ich grüße auch nochmal nach Augsburg. Hallo. Wollt ihr auch noch irgendwohin grüßen? Ja, nach Mönchengladbach. Ja. Wahrscheinlich wollt ihr doch nach Mönchengladbach. Aber jetzt habe ich noch eine Frage an den Tobi. Hier ist einer. Also, das letzte Mal, als ich da war, hast du mich zum... Champion an. Was bin ich denn jetzt? Tja. Oh, oh, mit Dienstgraden kennt sich der Tobi am besten aus. Du müsstest doch wissen. Das ist jetzt der wievielte Battle Report? Ah, ja, ich weiß es aber noch nicht. Das ist noch schlimmer als schwieriger als Namen merken. Das Champion. Tobi, nicht helfen. Hast du bei mir auch nicht. Was war denn jetzt nach was? Was war jetzt? Beim letzten Mal warst du? Champion. Ich hab da General? General? Ach, könnte der. General? Ich hab Daniel letztes Mal zum Imperator gemacht, das fand Tobi nicht witzig, also ich fand die Idee ganz lustig. Dann nenne ich dich auf jeden Fall jetzt feierlich zum General nach drei in der dritten Herausforderung. Ist komplett eventuell falsch, der Carsten lacht schon. Aber. Ja, was? Wie? Ach, du hast. Aha, stimmt, ich darf überreichen. Und zwar. Ja. Aber das ist gar kein General. Was ist denn das dann? Tobi, hilf mir. Es ist ein Blatt. Ja, also, Moment mal, ja. Es ist ein Captain. So. Es ist ein Captain. Dann bist du ein Captain. Herzlichen Glückwunsch. Du bist aufgestiegen in den Rang des Captains. Dankeschön für das Geschenk. Ich habe auch von meinem YouTube-Kanal auch ein Geschenk an euch. Oh, tudum. Stimmt doch. Ein schönes Missionsziel für euch. Oh. Ich dachte, Chaoten. Ja, sehr schön. Warte, Dennis, kannst du es mal irgendwo hinhalten und dann kurz fixieren? Wenn du nicht zoomst. Ja, das ist der! Nice! Die wird auch gleich auf dem Schlachtfeld noch stehen. Hoffe ich. Ja. Hart umkämpft in der Mitte. War sehr gefährlich, der Dennis in der Hand zu drücken. Du weißt, was Dennis normalerweise mit Modellen macht, die ihm nicht gehören. Ja, aber ist ja an uns als Geschenk, dementsprechend gehört es jetzt auch mir zu einem Drittel und dann bin ich vorsichtig. Uns und Tobi Rust Knight. Ja, der war gar nicht meins. Das ist schön, der Carsten, der streichelt, wenn ich daran denke. Aus meiner Nase. Der Carsten, der streichelt über Tobis Kopf und das ist schön. Der Tobi, der Zoom. Da fühlt dich Zoom, so wie Zoom. Richtig wohl. Zoom, Zoom, Zoom. Scrubs. Sehr gut. Okay. Wir werden jetzt hier im Hintergrund noch ein paar weitere Zitate raten. In der Zeit zeigen wir euch parallel irgendwie, werden wir gleichzeitig auf zwei Kanälen sprechen, die Armeen fördern. 1500 Punkte Imperium, müsste man ja sagen. Genau, Imperium nach Gathering Storm Combat Arms Detachment, sprich zwei HQs und
mindestens 4 Standardeinheiten. Als Warlord habe ich Saint Celestine dabei mit ihren beiden Superschnittchen. An die gute Dame angeschlossen sind ein Trupp Vanguard Veteran Squad. Der hier ist so ein bisschen nicht WYSIWYG, weil da die Punkte nicht gereicht haben. Der hat nur ein Kettenschwert und ein ganz normales Pistölchen. Dann dahinter, erster Standardtrupp, das sind die Black Templar. Er ist hingegen WYSIWYG. Das Ding ist allerdings der Crusader, also man sieht es, das sind quasi Heavy Bolter. Das Schöne daran, er ist auch im Standardslot und dann kommt die Combat Arms Detachment Regel von Gathering Storm. Wenn er weg ist und er im Standardslot ist, was der Fall ist, kommt er auf einer 5+ wieder. Tada! Tudum. Genau. Dann mein zweiter HQ, das ist mein Liberian, der Biomantie und bekommt Schmetterschlag und Lebensraub. DS2 ist gut, gegen Thermis habe ich mir sagen lassen. Der ist angeschlossen an den taktischen Trupp. Standard 5+ wiederkommen in einem Rhino. Standard 5+ wiederkommen in einem... Hier ist ein Rhino. Standard 5+ wiederkommen Gedönse. Mit einem taktischen Trupp, der mal gar nichts hat und ziemlich nackig in der Gegend. Beide Takt-Trupps nur Bolter-Dudes? Komplett nur Bolter-Dudes, genau. Bolter-Dudes. Muss man Punkte sparen. Dann Sturm. Sturm. Welche Ordenstaktik? Achso, die sind Crimson Fists. Also alle sind Crimson Fists, außer die da. Die sind genau, das ist das Schöne an einem Combat Arms Detachment, du darfst ja alles durcheinander schmeißen. Zweimal Sturm, die sind WYSIWYG. Was? Anbauen? Nee. Ja, entschuldige. Das ist a Gathering Storm. Mein Fehler. Detachment, genau. Dann hier, die hier, das sind hier, wie heißen sie denn jetzt hier? Storm Talents. Genau, Storm Talents mit ihren Raketen für 5 Punkte dabei, einfach weil die viel Aua machen. Nächster Standard-Slot. Das sind die Scouts. Er hier vorne hat übrigens keinen schweren Bolter, sondern markiert nur den Sergeant. Die sitzen in einem Landspeeder Storm, der allerdings hier nur einen Bolter hat, einen Heavy Bolter. Dann letzter sind die Sniper mit Tarnmänteln, der hat auch einen Sniper. Und weil man in diesem Combat Arms Detachment nicht nur 2 HQs und 4 Standard haben muss, sondern auch einen anderen Codex dabei, gibt es aus dem Assassinen-Kodex noch die liebliche Schnitte hier, die auf 1 Zoll ran infiltriert. Genau. Nice. Zweite Sonderregel für dieses ganze Detachment ist übrigens, dass alle Hass haben. Es sei denn, man nimmt 5 Millionen Punkte mit, dann hätten alle auch noch Zelot. Aber Hass ist auch schon mal grundsätzlich eine ganz gute Sache gegen Armeen, die mit Veteranen des Langen Kriegs um die Ecke kommen. 1500 Punkte Imperium. Gut, dann kommen wir zu 1500 Punkte meiner Iron Warriors. Einmal mein Chaos-General, schön sichtlich mit einer E-Faust und E-Schwert in einer Terminatoren-Rüstung mit Siegel der Verderbnis. Er wird wiederum begleitet von seinen 4 Terminatoren-Dudes mit E-Clown. Nein, es sind nicht die speziellen Terminatoren, es sind normale Chaos-Terminatoren. Die sitzen in einem schönen Land Raider mit Synchro-Laserkanonenkuppeln, einem schweren Bolter und einem Kombi-Bolter. Das Kakofan und das Inferno-Raketenwerfer ist nur Deko. Dann kommen wir. Bald Karneval, nicht? Ja. Dann kann man das schon mal machen. Dann kommen wir zu meinem ersten Standardtrupp und zwar meine Chaos Space Marines mit 2 Plasmawerfer, der Rest haben nur Bolter und der Cheffe trägt Boltpistole und Nackerwaffe. Die sitzen einfach ganz feist und frech in einem Rhino-Transportpanzer mit einem Gummibolter. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir zu meiner Formation. Die Raptor Talon Formation besteht aus 3 Raptoren. Dieses werdet ihr jetzt sehen. Gut. In dem Raptorentrupp tragen alle Nahkampfwaffe, Boltpistole und es sind noch 2 Melter-Dudes drin, um ein bisschen feist zu schießen. In dem zweiten Trupp sind nur Nahkämpfer drin, da gibt es keine Melter-Bomben. Der trägt zwar ein Schwert, aber das ist nur eine Nahkampfwaffe, die ist inaktiv. Dann zu dem Raptorentrupp. Da ist ein Captain drin, General drin, der trägt aber auch nur Nahkampfwaffe und da sind auch, wie gesagt, 2 Melter drin und der Rest hat auch nur Nahkampfwaffe und Boltpistole. Dann kommen wir zu meinem Warps-Schmied, der trägt kein E-Hammer, sondern ein schönes E-Axt, ist halt ein Eigenbau, also verzeiht mir, dass ich in dem Sinne proxen muss.
Und die Kleiboxen sind auch Standard, ne? Ja, die ist jetzt schon da. Was ich dir nicht verzeihen kann, ist, dass du hier den Space Wolves Iron Priest dafür genommen hast. Als Space Wolves Spieler möge dir Nuffel der Würfelgott Pech bringen. Grauenhaft! Ich finde den wunderschön. Ja, ist er auch, wenn er in Space Wolf grau gemalt wäre. Aber gut. 3 Kybox. Das sind 1500 Punkte auf dem Kopf? Ja. 1500 Punkte. I'm Warriors. Wir spielen auf. Warte, ich nehme euch mal mit. Ich falle Tobi. Wir spielen auf diesem Gelände. Die Schneematte. Bisher selten zum Einsatz gekommen. Die Missionsziele sind einmal hier. 1, 6, 3. Und da ist 1. 4. Hier vorne ist 1. Da. Und da ist die 2. Da ist die 2. Und da ist auch noch 1. Und zwar spielen wir taktische Eskalation. Der Silvio hat diese Seite gewählt. Der Dennis darf dafür zuerst aufstellen. Und zwar auf dieser Seite. Yay. Und weißt du noch, wie es funktioniert? Taktische Eskalation? Weißt du es noch? Runde 1 ziehe ich ein Ziel, dann ziehe ich 2, dann ziehe ich 3 und dann, weil ich ja auch immer die vorher dann schaffe, darum muss ich immer neu ziehen, dachte ich mir gerade so. Du bist ein Fuchs. Ja, ihr baut auf und dann kommen wir zum ersten Spielzug. Na, erst Iniclown eventuell, aber das sehen wir gleich. So sieht's auf dem Schlachtfeld aus. Hier vorne haben wir den netten Block mit St. Celestine. Hier haben wir einmal Scouts. Hier vorne der erste Taktrupp, zweiter Taktrupp, Land Raider, weitere Scouts, Land Speed Storm. Dennis hat sich hier schön um seine Missionsziele zurückgezogen. Man weiß ja nie, was man zieht. Auf der Gegenseite in der Mitte. Der Missionsziel-Marker vom Silvio. Dankeschön. Bitte. Hier vorne der Land Raider. Hier vorne die Carbox mit dem, wie heißt das? Iron Wolf, hier Dings, dunkler Tech-Priest. Warp-Schmied. So. Den meint er. Davon haben wir noch welche. Die Flieger vom Dennis beginnen natürlich in Reserve, genauso wie deine Stormtail-Information, richtig? Ja. Richtig. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist... Die Sonderrede vom Morbeschmied. Ja, noch nicht ganz, sondern die Calidus-Assassine, die nämlich mal ebenso hier rein infiltrieren darf. Und die sind hier vorne unter einer netten DS2-Schablone drunter. Aktuell ist es so, dass der Dennis den ersten Zug hat, es sei denn... Möchtest du die Initiative stehlen? Sicher, sicher. Aber zuerst möchte ich gerne ein Gebiet verschlechtern. Das ist die Fähigkeit vom Warpsmith. Spiel hat doch noch gar nicht angefangen. Ja, aber darf ich trotzdem vor dem Spiel beginnen. Was macht das? Der hat eine verschlechterte Deckung. Auf die Scouts da hinten? Ja. Warum nicht auf die? Weil es nur in der Aufstellungszone geht. Ah. Die stehen ja nicht in der Aufstellung. Richtig. Du möchtest die Initiative stehlen? Nein. Das ist eine... Mein Gott, sie würfelt doch nicht so weit. Ich bin ein alter Mann. Eine 3. Okay, dann können wir zu Space Marines. Oder nein, Imperium. Zu 1. Zwangsstörungen live. Der Carsten fing nämlich gerade an, den Würfelhaufen von Silvio schon so zu sortieren. Carsten, du brauchst Hilfe. Das sind die 3er-Würfel. Oh, Space Marines Zug Nummer 1. Imperium. Ich muss Objective Nummer 1 halten. Tja, wo ist denn Ditte wohl? Wo ist denn Ditte? Ha! Nein, wie praktisch. Das ist ja durchaus machbar und umsetzbar. Da haben wir dann schon mal einen No-Move-Rhino. Genau, ja. Ja. Wobei, ja. Der Dennis hat hier noch nicht mal seine Würfel auf dem Tisch. Der Dennis muss jetzt über nachdenken, wie und wo und warum, wer wem wo tut. Ja, genau so. Tau, Zug, Imperium, Zug 1. Bewegt ja jetzt doch mehr, als ich dachte. So, zuerst. Für er hier eiert... 12 Zoll nach vorne hin. Du bist hier noch gar nicht dran. Er hier eiert 6 Zoll. Brumm, fährt er da hin und macht ein bisschen Dampf in der Luft. Ja. Gassen. Ja. Gassen. Nein. Ach, zu spät. Nein. Der hier dreht sich ein bisschen. Pippert. Um die alle hier 6 Zoll aussteigen zu lassen. Die hole ich dann mal eben. Der macht so den Rest der Bewegung und dann... Ach so. Ja, ist viel einfacher, aber... Ist viel einfacher, ne? Wozu hier, ne? Weil das ist ja noch, ne? So viel ist ja gar nicht mehr übrig. Die hüpfen hier vorne rüber. Das. So. Der Rest hüpft weiter hier. Wong, wong. Schwing. Wong, wong. So, flop und flop. Und die nach hinten hin. Schwing. Und der Rest, der bleibt, surprise, surprise, stehen. Psyphose. Ja,
lassen, die da irgendwie mit dabei sind. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass irgendjemand mir mein letztes Figürchen mit dazu gibt. Ach nee, das ist ja da. Da wurde ja gar nicht geklaut. Falschen Trupp habe ich hier genommen. Das ist alles nur geklaut. Ich dachte, dass irgendeine Socke hier mal wieder Zeug klaut, aber ist ja gar nicht der Fall. Du bist einfach nur alt und weißt nicht, wo er liegt. Das ist richtig, ja. Aber das möchte ich doch eigentlich gar nicht so genau sagen. Hast du ja nicht, habe ich gesagt. So. Gut. Psy, kommt jetzt die Psy-Phase. Ich überlege gerade, die Psy-Phase ist im Moment noch relativ. Nee. Gut. Ich habe nur 18 Zoll bei Psy. Schiffsfall? Dagger. Weißt du, wo du anfängst? Weiß ich. Und zwar fängt da hinten mein Assassin an. Burn the Witch. Das wurde gerade schon ein bisschen mal vorgemessen. Da sind alle vier drunter. Das heißt, viermal dank ihrer Superflamme auf die 4 Plus. Das sind drei Stück mit DS2. Gut, dann erstmal die zwei Rettungen für den. Hält zweimal. Alter Schwede. Und nochmal Rettung. Nein, schade. Verliert deinen Lebenspunkt. Okay. Schwerer Beute von ihm ins Rhino rein. Dacka. Auf die 3. Einer nur. Wunderschön. Auf die 6. Nö, das war dann gar nichts. Oh, jetzt muss ich überlegen. Weißt du was? Ich glaube, ich bin mit der Dacka-Phase auch vorbei. Vitalschlag. Naja, nee, dafür ist ja gar nicht, ne? Da müssen ja Männchen draußen stehen. Das ist ja sonst. Ach, das macht sonst keinen Sinn. Ja, dann. Nee, das macht sonst gar keinen Sinn. Ist ja dann durch. Dann habe ich aber immerhin einen Punkt. Einen Siegpunkt. Ja. Und dementsprechend geht es weiter mit Chaos Space Marines. Zug. Alt! Für das Chaos! So! Oder für die? Missionsziele! Ziel! Hexenjagd! Ja! Ist machbar! Machbar! Der steht nämlich hier. Ganz feige. Ja, natürlich. Klar! Der Dennis hat das antizipiert. Ja. Dann kommen wir jetzt zu Almarias. Zug! Eins! Na. Ram, bam, 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 bam. Was machen die? Der Rhino, der fährt 6 Zoll. So. Damit ich schön feist rausschießen kann. Mit den Plasmawerfern. Die Skybox, die drehen sich mal eben auf der Achse um. Geländerbewegung. 6 Zoll, passt perfekt wie die Faust aufs Auge. Dann switche ich die Position mal eben, damit der angeschlagene Skybox beim Abwehrfeuer nicht eine draufkriegt. Gut, der Land Raider, der bleibt so stehen, weil der hat schon ein Ziel, auf was er schießen will. Okay, wolltest du dann auch direkt dackern? Wo willst du denn anfangen? Dackern, ich würde am liebsten da dackern. Ja, was heißt, nehmen die für Waffen? Die nehmen die Synchro-Plasmawerfer. Synchro-Plasmawerfer. Auf die schöne... Kalidus-Assassine. Ja. Okay. Gut, trifft nur einer. Zwei, nur Snapshots auf die Kalidus-Assassine im Zug 1. Ein ja. Treffer. Ein Überhitzen. Eine Rüstung. Hält. Hält. Und eine Wunde. Eine Wunde. Eine Wunde. Vierer. Safe. Nichts passiert. Gut. Dann schießt er mit der Boltpistole hinterher. Mein Warpsmith. Nö. Nö, hat keinen Bock. Ja, weiter. Der ist verzückt von der. Dann boah, ist die schön. Schießen die so Plasma-Dudes mit Schnellfeuer. Jo. Auf den da? Ja. Dann würde der gerne ausweichen. Stück. Habe ich nichts gegen. Ja, einer überhitzt, zwei treffen. Mhm. Rüstung. Nein. Tot. Einer tot. Aber du machst es mir aber gerade viel zu leicht. Das zwei Durchschläge, oder? Ja, zwei Volltreffer. Ja. Jo. Dink! Einer nicht. Einer kommt durch. Einer geht durch. Open Top noch dabei. Plus 2 aufs Ergebnis. 7. Da fliegt er in die Boom. Da sind wie viele drin? Keiner. Nö, die sind hier vorne schon auch. Ah, Fuchs. Ja. Ja, First Blood. Dennis, machst du den Punktemarker? Da, auf dem Tisch. Ja, okay. Rot für Silvio. Okay. Hit 1-1. Okay. Hit Counter. Gut, dann will mein Land Raider schießen mit den zwei Laserkanonen auf das Rhino da vorne am Missionsziel. Mhm. Trifft einmal, ist aber synchro. Trifft zweimal. Mhm. Zwei Volltreffer. Ja, die gehen ja, so durch. Ja. Da ist nicht viel. Ja.
Eine Hand, eine Hand noch. Ja. Oh. Ja, ich bin aber noch nicht durch. Ja. Mein schwerer Bolter. Ja. Sind synchro. Treffen alle. Ja, auf die 6. Keine 6. Sehr schön. Och, das finde ich gut jetzt gerade. Ja. Boah, dann ist Beschuss durch, ne? Ja, dann kommt Nahkampf Charge. Overwatch! Nehme ich mal an. Ja, sicher. Nimmst du hier die Template wieder oder was? Ja, klar, nehme ich die Template wieder. Ja, dann W3 Treffer, Wall of Death. 2. Da haben wir auch jetzt mal 4 wieder. 2 Stück. 2 Stück. 2 Retter. Save dann eine. Ist der eine Dude? Nee. Nein, ich habe mich umgedreht. Ach so. Ja, ah. Taktikfuchs. Ja. Ah. Charge Brothers. Ups. Okay. Ja. Ja. Das ist drin, genau. Nee. Haben die irgendwie hier, dass sie durch Deckung, da werden die verlangsamt und so ein Gedönse, ne? Die haben keine... Die haben eh alle in die 1. Ach, die haben sowieso in die 1. Ja, dann. 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 Guck ich mal eben, wie die taut überhaupt. KG viele. Ja, KG 8 auf die 3. Mit Hatred, dank der Formation. Das sind alle. Und Stärke 4 hat sie. Was hat, haben dann? 4. Also auf die 4 und bei 6 ist auch der Demon Save nicht mehr erlaubt. Keine Sechsen. Keine Sechsen. Aber 2 Wunden mit DS2. Genau. 2 Retter. Gut, okay. Dann ist einer. Da sind die 2 Angeschlagenen weg. Flop, flop. Okay. Gut. Dann darfst du. Gut, dann out mein einer Kaibock mit 3 Attacken zu. Mhm. Ein Treffer. Mhm. Eine Wunde. Eine Wunde. Nö. Nee. One Hit. Was hat er für eine Stärke? 8. Ach, dann ist die Instant Boink Flip. Genau. Den brauche ich dann nicht mehr an der Stelle. So. Genau. Gut. Massakerbewegung darf ich nicht, weil langsam und entschlossen. Okay. Dann ist dein Spielzug durch. Richtig? Und, ja. Und es steht aktuell 1-1. Keine Mission geschafft? Nee, Hexenjagd. Hexenjagd. Möchtest du es behalten? Nee, ich schmeiß ab. Gut. Okay. Dann kommen wir zu Dennis' Missionsziel. Ich folge dir. Ja, Space Marienchen bzw. Imperium Zug 2. Zug 2. Wir haben hier einmal Secure Objective Nummer 2 und Supremacy. Und ich muss noch Reserven würfeln. Okay. Dann ja, sind ja eh beide identisch. Kommen beide. Da, 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 da. Muss ich mal überlegen. Ja, ich guck mal eben Missionsziel 2. 1, 3. Wo ist 2? 2, 2, 2. Ist hier. Das da. Das, das ist aber weit weg. Das wird schwierig. Ja, das oder ansonsten mindestens 2 und gleichzeitig doppelt so viele. Silvio 3. Und Silvio 0. Ja, dann ist das so schon ein bisschen. Ja, Supremacy ist gut. Die kommen hier vorne mal reingeflogen, um zu gucken, was man denn so machen kann. Der Rest ist im Moment relativ bewegungsfaul, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil einfach noch gar nicht so viele Optionen auf dem Feld sind, wo die überhaupt hinwollen. Hm. Psi-Phase ist dementsprechend ebenfalls total Käse. Und ja, ist auch noch nichts da. Dackern! Ja, dann fangen wir da mal eben da oben an. Und zwar, die 4 Sniper wollen da hinten auf den Warp-Schmiedbruch. Sind nur 4 in Reichweite, deswegen. Ja, genau. Auf die 3. Auf die 3. So. Und auf die 4. Nö. Ja, gut, okay. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Genau. Okay. Das sind aber echt gute Sniper. Ne? Ich bin begeistert. Dann die synchronisierte Autocannon in den da vorne rein. Synchronisierte Sturmkanone. Sturmkanone, meinte ich. Das hat er ja auch gesagt. Ist es doch, oder? Das dachte ich immer. Ne? Ne? Ja. Jetzt brauchst du 6. 6. Nö. Dann machen wir das gleiche Spiel nochmal von ihm hier aus da rein. Sorry. Da hol ich den Tobi schon, weil ich mich erschrecke. Der Würfel, der fällt. Ja. Und Nummer 1. Genau, allerdings auf die 2, weil es ein Bodenziel ist. Strafing Run. Ja. Gut. Ah, jetzt brauche ich die 6, die gerade da waren. Die sind jetzt nicht da. Warum kann man nicht mal Trefferwürfe synchronisieren? Und der andere hinterher. Würfe sind synchronisiert, das weißt du. Ach, Verwundungswürfe meinte ich. Ja, ja. Kann man schon, dafür müsste aber älter Spieler sein zum Beispiel. Oder so.
Da! Einer. So, und jetzt, also jetzt bist du schon mal Stärke 6 plus 6, bist du schon bei 12. Jetzt plus W3. Na! Ja! 13, ja gut, das ist einmal nüscht. Eine das Fahrkarte. Ist einmal voll der Quark gewesen. Darf ich euch mal was sagen? Für das Chaos, das reicht als Antwort. Ja, jetzt lass doch mal aussteigen, na! Nein! Verdammte Axt, damit ist mein Zug schon quasi durch. Dann muss ich nur noch einmal würfeln für Supremacy. 3W6, ja. 3 Punkte. So, dann. Ja. 3W6 wäre. Das wäre ein bisschen krass. Damit steht's nach Ende deiner zweiten Runde 4-1 vor Chaos. Zug 2. Tada! Ja, so. Ja. Moment. Das wäre entschieden. Ja. Der Raptor-Turm mit dem Chaos-Generator, da war eine 1. So. Ich wollte sie damit nur zu verstehen, die Kamera läuft noch nicht. So. Also, der zweite Raptor-Turm. Mit der Meltern? Hm. Auch nicht. Wo sind meine Targets? Der ohne Melter? Mann! Einmal keine Verstärkung für das Chaos. Ja, gut, dann. Missionsziele. Aua. 2. Sichere Missionsziel 6. Ist da hinten. Hinter meinem Land Raider. Hinter dem Toffes. Attraktive Ziele gerade. Sichere Missionsziel 6. Oh, ist hinter meinem Land Raider. Ja, hinter dem dicken Toffes vom Land Raider. Das wird spannend. Ja, definitiv. Gut, meine Kaibok, die wollen. Oder eher, mein Warpschmied und der Kaibok, die wollen. Händchen halten, spazieren gehen. Ja, definitiv. Zurück. So. Die stehen wieder ganz feist da. Dran. Tudum, tudum. Weil sie es wollen. Kurze Frage, sind die eigentlich furchtlos, weil die so viel. Ach nee, ich hätte den gar nicht geschossen. Nee, ich hab die. Ich bin ja gestorben. Richtig. Du hast den Nacken weggemacht. Mein Rhino fährt. Das ist ein kleines ganz entspannt. Brum. Ja. Alter Schopper. Ja. Mhm. So. Mhm. Da. So, das. Nee, halt stopp. Der. Land Raider will sich noch ein bisschen ausrichten. Pet Bad! Passt. Sitz passt und hat Luft. Mhm. Beschussphase? Beschuss, ja. Weißt du schon? Willst du schon? Wer will wen warum? Wieso, weshalb? Ich denke, mein Kaibok schießt erstmal mit der Plasmakanone auf die netten Scouts. Schon wieder mit Plasma? Plasmakanone. Achso, und gerade war Plasma? Werfer. Also überhitzt nicht, dann brauche ich Schablone und Abwechslungswürfel. Gut, die Schablone setze ich schön feist da an. Dann mal gucken. Ui. Ja, 6 Zoll in diese Richtung. Das ist weit. Das ist doof. Maßband. Ja. Ich glaube, ich treffe gar nichts mehr. Nein, danke, Dennis. Das war, ich habe doch nur eine Hand. Ja, ich mach ja schon. Ey, gemach. 25 Euro, das Ding. Wrathmite, 90 Euro. Ja, nun. Das eine war aus Versehen, das andere ist Aggression. Ist dann irgendwann noch drunter? Nee. Oh, dann. Gut. Ja, dann. Gut. Dann ich hab schon meinen Librarian da braten sehen. Böp. Den kleinen Storch. So, jetzt will mein Land Raider mit seinen 2 Laserkanonen auf den fetten Land Raider schießen. Ja, ausweichen. Ist nicht erlaubt. Ich kann es ja mal versuchen. Seit wann ist ein Land Raider Antigraf? Ich will auch. Einmal darf ich aber wiederholen, weil Synchro. Ja, aber Silvio, da habe ich eine Anmerkung, ne? Was? Bikes sind auch kein Antigraf, die dürfen trotzdem ausweichen. Fliegende monströse Kreaturen sind auch kein Antigraf, die dürfen auch ausweichen. Ja, aber es steht extra bei den Flieger sind auch kein Antigraf und dürfen trotzdem ausweichen. Ich muss mal einen Eintrag machen, Dennis Land Raider. Ja, genau. Ausweichwurf 2 plus. So. Also die 2 haben schon mal getroffen. Ja. Ja. Komm, gib mir eine 5. Na, 2 Sechsen. Ja. Dann mal gucken. Ich mach beide mal direkt gleichzeitig. Mhm. Ja. Ja, hier. Da hat er noch 2 Rumpfpunkte. Außerdem möchte der Dennis, dass du seine Fahrzeuge kaputt machst, dann kommen die nämlich eventuell wieder. Das ist richtig, genau. Stimmt ja. Aber es ist eine Frage von deiner Spielverkante oder Flanken. Na, selbst wenn. Ja. Landräder. Haben oder nicht, sind 200 Punkte. Ja, 250. Wenn er aber kaputt ist, ist er was anderes. Du willst doch Plasma werfen? Plasma werfen. Oh, stimmt. Oha, pardon, da muss ich ja noch würfeln. Was? Da. Wo? Der, ob der auf einer 5 plus ist. Ach so. Pardon, da muss ich mal schnell intervenieren. Nein, kommt aber nicht. So. Das ist Karma. Plasmawerfer auf die
Front. Mhm. Trifft zweimal. Mhm. Dann mal gucken. Ein Streifer. Gut. Mhm. Ja, das ist verträglich. Da kann der mit umgehen. Du hast noch deinen Deckungswurf. Pop Smoke. Naja. Nee, ich habe in der ersten Runde Smoke gepoppt. Ach. Und wir sind ja schon in Runde 2. Und du hast ihn nicht bewegt und trotzdem nicht. Und du hast ihn nicht bewegt und die Rauchwerfer nicht nochmal gezündet. Das, das habe ich sowohl bei dem als auch bei dem vergessen. Ja. Als auch bei dem vergessen. Insofern hat er halt zwei jetzt nur noch. So, mein Kombi-Volter will auch noch ganz feist. Ja. Der muss auf die Scouts schießen. Ein Schuss. Synchro. Trifft. Mhm. Nichts. Okay. Spoilflip. Mann, also ab Runde 3 muss hier aber mal mehr laufen. Ja, möchtest du ein Missionsziel abwerfen? Applaus, Applaus. Oder behältst du die beiden Nummer 6? Ich behalte die. Das ergibt Sinn. Dann zieht der Dennis jetzt, der tanzt. Und während er tanzt, bewegt er sich zu seinem Missionsziel und zieht... Oh, hier, neben dem Glitzerding. Das behältst du? Das behalte ich, ja klar. Dann muss ich noch... Nummer 3. Nummer 3 und Recon. Recon haben wir nicht. Haben wir nicht. Und Nummer 4. 2, 3, 4. So, also, guck mal. Da ist 4. Nein. Nee, das ist 6. Da ist 3. Da ist 4. Und 2 ist da hinten. Naja, gut, aber du hast es schon mit 2 schon wieder, ne? Ja, das ist richtig. Ja, gut, ja. Dennis. Ja,